Servus, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute nehmen wir euch mit auf eine spannende Entdeckungstour in die faszinierende Welt der Insekten. Und zwar geht's um die schillerndsten und schönsten Bewohner unserer Wiesen und Wälder, die Schmetterlinge. Macht euch bereit, denn wir lernen die bekanntesten Schmetterlinge Deutschlands kennen, von ihren leuchtenden Farben bis hin zu ihren einzigartigen Mustern. Lasst euch von ihrer Schönheit verzaubern. Unser erster Kandidat ist ein echter Hingucker und den meisten von euch sicherlich bekannt. Das Taktpfauenauge. Seinen Namen verdankt dieser wunderschöne Schmetterling den markanten Augenflecken auf seinen Flügeln. Die sind aber nicht nur Dekoration, sondern erfüllen auch einen wichtigen Zweck. Sie schrecken Fressfeinde ab, so wie die Maske eines Fuchses beim Fasching. Tagpfauenaugen sind in ganz Deutschland verbreitet und besonders häufig in Gärten, Parks und an Waldrändern anzutreffen. Wenn die ersten Sonnenstrahlen den Frühling ankündigen, ist er nicht mehr fern. Der Zitronenfalter. Mit seinen leuchtend gelben Flügeln ist er ein echter Blickfang und sagt dem Winter den Kampf an. Der Zitronenfalter ist einer der langlebigsten Schmetterlinge und kann fast so alt werden wie ein Hund. Bis zu 10 Monate. Besonders häufig ist er auf blühenden Wiesen, in Gärten und an Waldrändern zu finden. Der Admiral ist ein echter Weltenbummler unter den Schmetterlingen. Jedes Jahr im Frühjahr fliegt er aus Südeuropa zu uns nach Deutschland, um hier seinen Nachwuchs großzuziehen, wie die Zugvögel. Seine markanten roten und schwarzen Flügel machen ihn unverwechselbar. Der Admiral ist ein sehr aktiver Schmetterling und oft in Gärten, Parks und an Waldrändern auf der Suche nach Nektar zu beobachten. Kapitel 4. Der kleine Fuchs. Ein häufiger Gast mit Charme. Der kleine Fuchs ist ein echter Sympathieträger. Mit seinen orangefarbenen Flügeln, den schwarzen und weißen Flecken und seinem neugierigen Wesen ist er ein gern gesehener Gast in Gärten und Parks. Der kleine Fuchs ist ein echter Pfiffikus und kommt in vielen verschiedenen Lebensräumen zurecht. Seine Raupen sind ganz verrückt nach Brennnesseln. Kapitel 5. Der Schwalbenschwanz. Ein eleganter Segler der Lüfte. Der Schwalbenschwanz ist ein wahrer König der Lüfte. Mit seiner beeindruckenden Flügelspannweite von bis zu 8 cm und seinen gelben und schwarzen Flügeln mit blauen und roten Augenflecken ist er einer der größten und schönsten Schmetterlinge Deutschlands. Seinen Namen verdankt er den zwei langen Schwanzanhängen an seinen Hinterflügeln, die an einen Schwalbenschwanz erinnern. Den Schwalbenschwanz zu sehen, ist so selten wie ein Sechser im Lotto, denn er steht in Deutschland unter Naturschutz. Der Schwalbenschwanz bevorzugt offene Landschaften, wie Wiesen und Felder, wo er auf der Suche nach Nektar von Blume zu Blume fliegt. Besonders gerne besucht er Doldenblütler wie Fenchel und Dill, die ihm reichlich Nahrung bieten. Auch die Raupen des Schwalbenschwanzes sind faszinierend. Sie sind grün mit schwarzen und orangefarbenen Streifen und fressen bevorzugt an Doldenblütlern. Wenn sie sich bedroht fühlen, können sie ein übelriechendes Sekret absondern, um Feinde abzuschrecken. Nach der Raupenphase verpuppen sie sich und durchlaufen eine Metamorphose, bevor sie als wunderschöne Schmetterlinge schlüpfen. Der Schwalbenschwanz ist nicht nur ein Symbol für Schönheit und Eleganz, sondern auch ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems. Durch seine Bestäubungsarbeit trägt er zur Vermehrung vieler Pflanzen bei und ist somit unverzichtbar für die Biodiversität. Es ist ein wahres Wunder der Natur, diesen majestätischen Schmetterling in freier Wildbahn zu beobachten. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass der Schwalbenschwanz auch in Zukunft in unseren Landschaften segeln kann. Schützen wir seine Lebensräume und bewahren wir die Schönheit der Natur für kommende Generationen. Kapitel 6. Der Kaisermantel, ein majestätischer Bewohner der Wälder. Der Kaisermantel ist ein wahrer Herrscher der Wälder. Mit seinen leuchtend orangefarbenen Flügeln und den schwarzen Flecken ist er ein unverkennbarer Bewohner unserer Wälder. Der Kaisermantel ist ein sehr aktiver Schmetterling und oft auf Lichtungen und an Waldrändern auf der Suche nach Nektar zu beobachten. Seine Raupen sind ganz verrückt nach Veilchen. Kapitel 7. Bläulinge. Winzige Schönheiten in Blau.
Die Bläulinge sind die Zwerge unter den Schmetterlingen. Aber klein, aber oho. Trotz ihrer geringen Größe sind sie mit ihren meist blauen Flügeln wunderschön anzusehen. Es gibt in Deutschland viele verschiedene Arten von Bläulingen, da kann man schon mal durcheinander kommen. Bläulinge sind auf Wiesen, Feldern und an Waldrändern zu finden. Kapitel 8. Der Aurorafalter. Ein Frühlingsbote mit orangen Farbtupfern. Der Aurorafalter ist ein weiterer Frühlingsbote. Die Männchen des Aurorafalters sind an ihren auffälligen orangen Flecken auf den Flügelspitzen leicht zu erkennen. Wie kleine Flaggen, die sie schwenken. Die Weibchen hingegen sind unauffälliger gefärbt und ähneln eher einem Kohlweißling. Den Aurorafalter findet ihr auf Wiesen, Feldern und an Waldrändern. Kapitel 9. Das Landkärtchen. Ein Verwandlungskünstler mit Doppelleben. Das Landkärtchen ist ein wahrer Meister der Tarnung. Seine Flügelzeichnung erinnert an eine Landkarte und dient ihm als perfekte Tarnung vor Fressfeinden. Das Interessante am Landkärtchen ist, dass es zwei Generationen pro Jahr gibt, die sich in ihrer Färbung deutlich voneinander unterscheiden. Die Frühjahrsgeneration ist orangebraun gefärbt, während die Sommergeneration schwarzbraun gefärbt ist. Kapitel 10. Der Distelfalter. Ein Weltenbummler auf Wanderschaft. Der Distelfalter ist ein echter Globetrotter. Mit seinen leuchtenden Farben und seiner anmutigen Erscheinung zieht er die Blicke auf sich. Jedes Jahr im Herbst fliegt er aus seinen nördlichen Brutgebieten in den Süden, um dort zu überwintern, wie die Rentner nach Mallorca. Diese Reise ist eine wahre Meisterleistung der Natur, denn der Distelfalter legt dabei Tausende von Kilometern zurück. Im Frühjahr macht er sich dann wieder auf den Weg zurück in den Norden. Diese Rückkehr ist ebenso beeindruckend, da sie oft über mehrere Generationen hinweg erfolgt. Die Nachkommen der ursprünglichen Reisenden setzen die Reise fort. Den Distelfalter erkennt ihr an seinen orangefarbenen, schwarzen und weißen Flügeln. Diese markanten Farben dienen nicht nur der Schönheit, sondern auch der Tarnung und dem Schutz vor Fressfeinden. Er ist ein echter Kosmopolit und in ganz Deutschland zu finden. Ob in städtischen Gärten, auf blühenden Wiesen oder in ländlichen Gebieten. Der Distelfalter fühlt sich überall wohl. Seine Anpassungsfähigkeit und sein Wanderverhalten machen ihn zu einem faszinierenden Beispiel für die Wunder der Natur. Wenn ihr das nächste Mal einen Distelfalter seht, denkt daran, welche unglaubliche Reise er hinter sich hat. Er ist nicht nur ein Schmetterling, sondern ein Symbol für die Schönheit und die Geheimnisse der Natur. Wow, was für eine Farbenpracht! Die Natur hat uns wirklich mit einer unglaublichen Vielfalt an Farben und Formen beschenkt. Schmetterlinge sind ein perfektes Beispiel dafür, wie faszinierend und vielfältig die Welt der Insekten sein kann. Von den auffälligen Augen des Tagpfauenauges, die wie kleine Kunstwerke wirken und Raubtiere abschrecken sollen, über das leuchtende Gelb des Zitronenfalters, das uns an die Sonne und warme Sommertage erinnert, bis hin zum königlichen Schwalbenschwanz, dessen majestätische Flügel uns in eine andere Welt entführen. Die Welt der Schmetterlinge ist voller Wunder und Schönheit. Jeder Schmetterling erzählt seine eigene Geschichte und trägt zur Vielfalt unseres Ökosystems bei. Ich hoffe, ich konnte euch diese faszinierenden Insekten ein wenig näher bringen und euch zeigen, wie wichtig sie für unser Ökosystem sind. Schmetterlinge sind nicht nur schön anzusehen, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen und euch für ihre Schutzbedürftigkeit sensibilisieren. Viele Schmetterlingsarten sind bedroht und brauchen unseren Schutz, um weiterhin in ihrer natürlichen Umgebung leben zu können. Durch den Erhalt ihrer Lebensräume und den Schutz vor Umweltverschmutzung können wir dazu beitragen, dass diese wunderbaren Kreaturen auch in Zukunft überleben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren spannenden Videos über die Natur zu verpassen. Und einen Daumen hoch zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Teilt es auch gerne mit euren Freunden und Familie, damit noch mehr Menschen die Schönheit und Bedeutung der Schmetterlinge entdecken können. Bis zum nächsten Mal.